Mein nächster Gast ist nicht nur physisch betrachtet ein ganz großer. 13 Jahre lang hatte sich der, wie er sich selber nennt, Universaldilettant von der Kabarettbühne zurückgezogen und spielt er wieder, Gott sei Dank, Vorhang auf für den Gentleman-Satiriker Werner Schneider. Es gibt gute Nachrichten, es geht mit der Wirtschaft wieder aufwärts. Dafür gibt es einen verlässlichen Indikator, die Hedgefonds, also die Pleitenwettbüros, die zu Heuschrecken mutierten Schmeißfliegen, machen wieder Rekordgewinne. Der Bankenzunahme ist Geschichte, man will jetzt vorbeugen, man will eine Finanztransaktionssteuer einführen. Sie ist schon wieder gestorben, die Amerikaner haben sie schon wieder beiseite geschoben, es ist auch zu spät. Die Finanztransaktionssteuer hätte man einführen müssen am ersten Tag der Gründung der ersten Börse. So eine Art Ganovenmaut. Jetzt ist es, wie gesagt, zu spät. Die Experten sagen, die Spekulanten haben der Politik den Krieg erklärt. Und wir alle fragen uns, warum nicht die Politik den Spekulanten? Die Politiker haben uns gezwungen, Investmentbanken zu subventionieren. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man Lemminge mit Traveler-Schecks ausstattet. Wir haben den Banken Geld gegeben, damit die etwas haben, damit sie uns was zurückgeben können von dem, was sie uns geklaut haben. Im Grunde sind die zwei großen Themen, die uns jetzt beschäftigen, das Wachstum und die Arbeit. Die Wachstumsideologen behaupten ja, das Wachstum sichert die Arbeitsplätze, die pausenlos geschaffen werden. Die mir zur Verfügung stehende kurze Zeit erlaubt mir nicht, Ihnen ganz klar zu beweisen, dass das ein kompletter Blödsinn ist. Aber über Arbeit wird ja seit jeher nur Unsinn geredet. Den größten Blödsinn haben die Nazis gesagt. Die Nazis haben gesagt, Arbeit macht frei. Das ist komplett falsch. Das Einzige, was Arbeit macht, ist müde. Und was? Und was das sogenannte Recht auf Arbeit betrifft, ich sehe einfach nicht ein, warum der Onanist ein schlechtes Gewissen haben muss, nur weil er wieder nichts für die Arbeitsplätze in den Bordellen getan hat. Ich sehe auch nicht ein, warum man sich um Arbeitsplätze beim Turmbau zu Babel prügeln muss. Und ich sehe auch nicht ein, warum man an einer Arche mitbaut, wenn ohnehin feststeht, dass man nicht mitgenommen wird. Im Übrigen wird ja niemand daran gehindert, etwas zu arbeiten, wenn er kein Geld dafür haben möchte. Aber der Mensch hat nicht ein Recht auf Arbeit, er hat ein Recht auf Bruttosozialproduktanteil. Insofern ist auch dieser Begriff Arbeitslosenhilfe eine ideologische Frechheit. Es müsste heißen Freizeitgestaltungshonorar. Und das... Um das bezahlen zu können, müsste man natürlich ein wenig teilen. Weil wir wissen ja aus den Gangsterfilmen, wie schwer das mit dem Teilen ist. Die Räuber wollen die Beute nicht teilen, die Ökonomen nicht die Arbeitszeit und die Manager nicht die Zelle, in die sie gehören. Übrigens, weil ich Zelle sagen, Deutschland dürfte das einzige Land der Welt sein, das mit Hartz IV ein geltendes Sozialsystem hat, das nach einem Vorbestraften benannt wurde. Zum Glück müssen Regierungen nie vor einen Richter, selbst wenn sie einen ökonomischen Umweltschaden anrichten. Zum Beispiel die deutsche Bundesregierung mit diesem Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wachstumsbeschleunigung kennen wir aus der Landwirtschaft. Dort heißt sie Überdüngung. Die Folgen sind bekannt. Tote Erde, fruchtbar wie ein Kondom mit Gütesiegel. Die Landwirtschaft gibt uns ja überhaupt ein geltendes, allgemein geltendes Beispiel. Sie düngt mit Scheiße und Gülle. Da möchte die Volkswirtschaft nicht zurückstehen. Ich danke Ihnen. Ja, mit Werner Schneider, der zweite Preisträger hier am Tisch, Salzburger Stier 2010. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Man kann die Verleihung von Bayern 2. Und
Bayern 2 sehen, und zwar unter bronline.de finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen. Und der Werner, der will schon, dass man das auch hört. Was, mich? Oder die Preisverleihung. Das war doch schon recht, wenn wir uns die auch hören. Ja, muss aber nicht sein. Hauptsächlich habe ich ihn. Du, Werner, du kommst aus Kärnten. Ich habe heute schon gefragt, bei uns nicht aus Wien, sondern in Kärnten. Es sind schon die ersten Wunderheilungen bekannt im Namen von Jörg Haider? Oder wie ist es jetzt? Nein, es hat sich Groteskes ergeben. Ich meine, nachdem sich dieser Jörg Haider aus dem Verkehr gezogen hat, hat einer seiner Vasallen die Trauerrede gehalten und hat gesagt, über Kärnten ist die Sonne vom Himmel gefallen. Was er nicht dazu gesagt hat, direkt ihm auf den Kopf. Weil sonst hätte er nicht im Fernsehen sagen können, diese Hypo-Alpe Adria war für Kärnten ein gutes Geschäft. Für Bayern übrigens auch nicht, ne? Für wen war denn das ein gutes Geschäft? Ich nehme an, für ein paar Amigos. Die haben damals nicht alle ausgerottet, nachdem die hochgegangen sind. Die haben sich jetzt mit Kärnten liiert. Dort gibt es auch, da heißen sie anders. Die heißen nicht Amigos in Kärnten, sondern FPÖ. Und also, ist das eine... Bei dieser Bankgeschichte haben wir uns ja gedacht, dass wir bei wirklich großen Dingen nach Österreich immer mitnehmen. Nein, es war in diesem Fall umgekehrt. Es war in diesem Fall wirklich umgekehrt. Die Kärntner haben allerdings über einen deutschen Vermittler den Bayern Angebote gemacht. Und wie diese Angebote, auf welchem Weg die angenommen worden sind, das werden hier die Gerichte zu klären haben. Na ja, dann schauen wir mal. Ja. Werner, bleib mal lieber bei was Anständigem, beim Kabarett. Du hast einen Rückfall erlitten, du bist wieder beim Kabarett. Wortbruch, ja. Wortbruch ist aber ein fröhlicher Wortbruch für uns, freuen wir uns darüber. Das Programm heißt Ich bin konservativ. Wie kam es zu dem Rückfall? Also ich sage es dir nicht allzu ernst. Es ist so, vor ungefähr 13 Jahren bin ich draufgekommen, dass ich alt werde. Dabei wollte ich mir nicht zusehen lassen. Wie alt warst du denn da? Da war ich 60. Und jetzt, so merke ich noch nichts. Und jetzt bin ich... Und jetzt bin ich alt geworden und es ist mir wurscht. Aber du siehst blendend aus. Danke. Der Werner Biografie heißt Punk bis ins hohe Alter, oder? Das ist mir wirklich einmal passiert, weißt du das? In Bochum hat man in einem Lokal namens Zeche hat mal Rock gespielt und so und hat dann wollen eine Kabarettschiene einziehen, hat mich engagiert. Dort waren Punks und also eine ganz wüste Szene. Und ich im blauen Anzug und immer so ein bisschen auf Adrett, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und da kommt mein Pianist Christoph Pauli lachend herein und sagt, du, beim Plakat sind jetzt zwei Punks draußen gestanden. Und da hat er gesagt, Schneider, kennst du Schneider? Ich habe gesagt, kennst du Schneider nicht? Das war der erste Punk. Der Punk, der ihr Vertrauen verdient. Der Rolf Müller hat mir übrigens erzählt, dass er vor einem Heavy-Metal-Plakat gestanden ist und so, da sind zwei junge Burschen vorgestanden und gesagt, das muss eine super Band sein, die Urban Prior.